hinter uns, da tuckern die Traktoren noch beim historischen Erntefest in Bernburg-Strenzfeld, ja, auf dem Gelände der Hochschule Anhalt. Historisches Erntefest, das verspricht genau das, was es der Name sagt, nämlich ganz, ganz viel alte Landtechnik, aber nicht nur die, sondern auch die moderne. Also bis zu den modernsten Maschinen konnte man hier heute alles bestaunen. Es gab Vorführungen, es gab Paraden der Fahrzeuge und vieles mehr. Ringsrum ein buntes, buntes Rahmenprogramm, was es zu bewundern gab. Ich habe mir zum Beispiel hier von den Landfrauen Sachsen-Anhalt diesen wunderschönen kleinen Strauß machen lassen. Und da war tatsächlich eine ganz, ganz herzerfrischende Dame, die diese Sträuße hier den ganzen Tag gegen eine Spende geflochten hat. Viele andere Vertreter der Landwirtschaft waren hier, der Bauernverband, da konnte man so Getreide ertasten und musste dann raten, was ist jetzt was. Und jetzt mal ganz ehrlich, würde man jetzt den Unterschied zwischen Dinkel und Weizen ganz spontan erkennen? Ich habe es nicht geschafft, um ganz ehrlich zu sein. Auf jeden Fall, wo Landwirtschaft ist, da ist die Kulinarik nicht fern. Es gab ganz, ganz viel zu schlemmen und zu schleckern und natürlich auch zu trinken. Und natürlich durften auch die Tiere nicht fehlen. Von der Kuh über das Schaf bis hin zum Alpaka gab es hier heute alles anzuschauen und, soweit die Tiere das zugelassen haben, auch mal zu streicheln und zu knuddeln.